Ich begrüße euch zum Microservices Tutorial Teil 2. Im ersten Teil, da ging es um den groben Überblick, um die Komponenten und wie die zusammenarbeiten. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch, schaut euch den nochmal an. Ja, und jetzt im zweiten Teil, da möchte ich euch das Ganze einfach nur in Aktion zeigen. Wie verhalten sich die Microservices? Was passiert, wenn ich über eine neue Daten anlege, verändere, lösche oder vielleicht auch einen Microservice restarte, der selbst keine Datenbank besitzt und nur über den Bus gespeist wird? Das seht ihr jetzt im zweiten Teil. Ich zeige euch jetzt mal die Microservices in Aktion. Von den drei Microservices, die ich gezeigt habe, habe ich jetzt zwei am Laufen. Zum einen den Kasse-Service, zum anderen den History-Service. Beide sind gleich implementiert. Zwei reichen hier auch vollkommen aus, um das zu zeigen, wie so reaktive Microservices funktionieren. Beide sind gekoppelt über den Bus, beide bieten ein API an. Über das API kann ich jetzt die Anzahl oder die Artikel abfragen, die der Service kennt. Hier die Kasse kennt noch keine Artikel und auch der History Service kennt noch keine Artikel. Das möchte ich jetzt ändern. Ich lege einen neuen Artikel an mit einem Post Request gegen die Kasse. Okay, 201 created. Das müsste erfolgreich gewesen sein. Ich schaue nach. Tatsächlich, es gibt hier Äpfel und auch der zweite Microservice. Bei dem gibt es auch Äpfel. Also ich bin gegen den einen gegangen, aber beide kennen bereits die Äpfel. Synchronisiert wurde das Ganze über eine Nachricht, über den Bus. Hier sehen wir die Nachricht vom Kommandozeilen-Consumer, der uns einfach alle Nachrichten nochmal ausgibt. Und da sehe ich, aha, Action Create. Es wurde eine Nachricht, eine Create-Nachricht verschickt mit dieser Nutzlast und genau da drin steht jetzt unser Artikelname, der Preis und die ID. Ich lege nochmal einen zweiten Artikel an, diesmal gegen die Historie. Und nehme statt Äpfel Bananen für 79 Cent. Okay, ich schaue wieder nach. Aha, Bananen beim Kasse-Service und auch beim Historie-Service. Als nächstes möchte ich gerne hier eine Änderung durchführen und möchte den Preis der Äpfel verändern. Ich nehme die ID der Äpfel und schicke das Ganze diesmal gegen den Historie-Service. Und die werden ein bisschen teurer, 2,30 € gegen Historie Service. Ja, Abschuss war erfolgreich und die Äpfel kosten jetzt 2,30 €. Als nächstes lösche ich die Äpfel. Ich schicke einfach ein Delete an diesen Artikel und die Äpfel müssten bei beiden verschwunden sein. Ich werfe nochmal einen Blick auf die Ausgabe der Nachrichten und ich sehe, aha, es wurden Äpfel angelegt, Bananen angelegt und dann die Äpfel geändert. Der Preis wurde geändert und danach wurden die Äpfel gelöscht. Jetzt möchte ich mal sehen, was passiert, wenn ich einen dieser Services restarte. Ich nehme hier mal den Kasse-Service, der läuft bei mir im IntelliJ. Ich stoppe den. Hier ist nichts mehr da. Und jetzt starte ich den einfach wieder. Das Ganze ist hier eine Spring Boot-Anwendung. Ich werde euch in der zukünftigen Folge auch zeigen, ganz genau, wie diese Microservices realisiert sind. Natürlich gibt es auch den Code. Schaut da mal in den Kommentar oder in die Beschreibung zum Video. Ja, die Spring Boot-Anwendung ist gestartet und ich sehe hier unten die Ausgabe. Ich sehe hier die Nachrichten, wie sie verarbeitet wurden. Als erstes kam hier eine Nachricht rein, eine Create-Nachricht für Äpfel, für Bananen. Es gab eine Preisänderung für die Äpfel und schließlich ein Delete auf die Äpfel.
Und damit müsste jetzt, obwohl dieser Microservice keine Datenbank hat, müsste er jetzt wieder Daten vorrätig halten. Ja, hier ist auch schon ein Refresh erfolgt. Der Microservice ist wieder da. Nachdem ihr die Microservices in Aktion gesehen habt, fragt ihr euch vielleicht, ja, wie ist das, wenn ich jetzt Tausende oder Millionen von Nachrichten erst verarbeiten muss, um wieder einen aktuellen Service zu haben? Und diese Frage, die möchte ich euch im nächsten Video beantworten. Bleibt dran!